Letztes Jahr konnte ich leider nicht zur Laurel-Show kommen, weil ich arbeiten musste. Umso größer sind jetzt meine Erwartungen, muss ich ehrlich sagen, weil schon darüber gesprochen wurde im Nachhinein. Das ist für mich ein ganz, ganz großes, privates, richtig Mädelsvergnügen, mir die Kleider anzuschauen. Mir gefällt die Feminität, die Leichtigkeit in der Kombination mit der Farbe, dieses Flair, dass du denkst, okay, du bist in Paris. Ja, ich fand super schon den Anfang mit der Cellistin und dann fand ich die Musik super und das Licht war super, es war eine tolle Show. Luftig, modern, jung, frech, ungewöhnlich, tragbar dennoch. Ich glaube, also das wird einschlagen. Nicht zu aufdringlich und es sind schöne Schnitte. Na, die Accessoires von Laurel sind ja auch nochmal gut. Die wird ja so gar nicht angesprochen, aber das muss ich jetzt mal sagen. Das ist eine Kollektion, die ist von einer Frau für Frauen gemacht. Und das ist, finde ich, unschlagbar und modern dazu. Also, nichts für Herren dabei. Ich fand die Hosenanzüge insbesondere ganz, ganz toll, weil es sehr... sehr feminin war, sehr, sehr sexy und trotzdem aber etwas, was man auch zu normaleren Anlässen tragen kann.